Willkommen zu einer weiteren Folge Garden Witch Life. Ich habe eben noch überlegt, was machen wir diese Folge? Und dann starte ich das Spiel und dann steht da, bringe das zweite Artefakt zu Tin. Ja, und nun weiß ich, was wir machen. Wir bringen das zweite Artefakt zu Tin und ich habe von euch ja Kommentare bekommen, dass bei euch das Artefakt in der Wüste lag. Komisch, dass es bei mir in dieser Kiste war. Ich weiß es halt auch nicht. Also das war halt da. Und ich würde mal sagen, diese Kiste habe ich auch schon geöffnet, bevor der Patch da war. Und dann kam die Kiste ja wieder. Warum? Kein. Ich weiß es nicht. Ist auch egal, ich habe das Ding jetzt. Und nun fragen wir mal Tin, was die dazu zu sagen hat. Ja, moin. Brauchst du etwas? Nee, du brauchst was. Ein Geschenk? Nee, brauche ich bei ihr nicht mehr machen. Ich habe ein weiteres Artefakt gefunden. Schön. Mal sehen, was wir hier haben. Oh, das ist mal was anderes. Um das herauszufinden, muss ich ein bisschen experimentieren. Das könnte ein paar Tage länger dauern als beim letzten Mal. Oh, lass mich raten. Ich darf da ein paar Tage länger was zu essen bringen. Wie lange würde es dauern? Ich weiß nicht. Vielleicht 7 Tage oder so? Mach dir diesmal keine Sorgen um das Essen. Mit der Hilfe von Marienka bin ich gut gerüstet. Aber das hier sieht viel komplexer aus, was mich ehrlich gesagt sehr aufgeregt macht. Baust du zufällig Lavendel in deinem Garten an? Ich hab welchen bestimmt. Ich liebe es, etwas davon unter mein Kopfkissen zu legen, wenn ich so zu aufgeregt bin, um zu schlafen. Ich brauche guten Schlaf, um gute Ergebnisse zu erzielen. Und diese Arbeit ist so aufregend. Ich denke darüber nach, das ganze Kissen mit Lavendel zu füllen. Das muss so gut riechen. Ja, oder? Ich weiß nicht, ein ganzes Kissen voll Lavendel. Boah, muss ich dann auch nicht haben. Also riecht gut, ja. Aber die ganze Nacht daran schnuppern? Sag mir Bescheid, wenn du welchen hast. Das wird mir sicher helfen. Du kannst auf mich zählen. Kannst du auf mich zählen? 30 Lavendelblüten? Wir schauen mal. 30 Lavendelblüten. Dafür brauche ich erstmal das Gerät. Weil ich glaube, Lavendel... Hallo. Ja. Muss einfach sein. Weil 30 Lavendelblüten, glaube ich, habe ich so nicht. Ich muss mal gucken. Wie sage ich bei euch mit Wasser? Ah, ganz schlecht. Ich muss gießen, das nützt ja alles nichts. Da brauche ich einmal ein System, damit ich weiß, wo war ich überall. Oh, füll mal auf das Ding. Ich sehe hier nichts. Ja, du auch. Dann fangen wir irgendwie so an. Achso, warte mal, es geht ja so, genau. Wenn man erst sprintet und dann gießt, dann kann man beim Sprinten gießen. Ich mache das jetzt einfach so. Ja, aber sonst sehe ich ja gar nicht mehr, wo ich schon war. Ah, die Dinger sind fertig, sehr gut. Dann können die ja auch weg. Und dann kann da was Neues hin. Aber ich warte halt eben noch, dass sie... Ne, die sind doch noch nicht fertig, oder? Von der Größe her? Mal gucken. Hallo! Ja. Erstmal die Kaninchen streicheln. Ah, Wasser. Ja, das hatten wir auch schon, das Thema in den Kommentaren. Wurde dann auch geschrieben, ja, was würde ich dafür geben? Wenn ich das Ding umstellen könnte oder einen zweiten bauen könnte oder wie auch immer. Das wäre schon schön, ne? Zweiter Brunnen. Irgendwie oder mehrere Brunnen generell, wenn man die selber bauen könnte. Vielleicht gibt es das auch, weiß ich nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ob da noch irgendwo Bauplan kommt bei irgendjemandem, wenn man einen bestimmten Freundestatus hat. Ja, dann gehen wir mal so ein bisschen die Bäume hier. Jawohl. Da über meine Birken, die so richtig nicht wachsen wollen, aber naja, mal gucken. Aber wir hatten ja letztes Mal schon gesehen, das dauert noch ewig. Bis die dann mal so weit sind. Das brauche ich nicht gießen. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Oh, das ist auch erntereif. Das ist gut. So, und die nächste Reihe, von der ich nichts sehe. Ja, ich habe eine Idee, wenn die Dinger so weit sind, dann werde ich einige wegmachen. Einige lasse ich vielleicht auch stehen. Oh, Tomaten. Sehr schön. Weil da habe ich so eine kleine Idee, wie ich mir das dann machen möchte hier. Das wird dann ganz schick, glaube ich. Doch, ja. Aber erstmal brauche ich Wasser. Halt, erst sprinten, dann gießen. Jetzt, guck mal, jetzt weiß ich zwar schon nicht mehr, wo ich war. Jetzt bin ich total durcheinander. Aber ich denke mal, wenn ich hier so einmal durchgehe, dann werde ich schon alles gegossen haben. Alleine deswegen muss hier einiges weg, ne? Das ist einfach... Ah, hier war ich schon, genau. So, die Bäumchen wollen alle ein bisschen Wasser. Sollen sie mal haben. Und dann schaue ich mal, wie das ist mit dem Lavendel. Bin mir dann nicht so sicher. So, sehr gut. Oh, warte mal. Können
Knoblauch. Ja, entweder jetzt die Knoblauchblüte holen oder eine Knoblauchknolle. Ich glaube, ich warte auf die Knollen, weil dann kann ich noch mehr anbauen. Und hier möchte ich ganz gerne schon bis zur Schote kommen. Ja, das ist jetzt fertig. Dann können wir das mal alles ernten. Nehmen wir das mal alles mit. Ich glaube, ich baue hier erstmal nichts an, denn ich habe da was anderes mit vor. Oh, ich muss aufpassen, dass ich hier die Sonnenblumen nicht weg mache. So, sehr schön. Das war das. Das müsste doch, hoppala. Wo waren denn noch welche? Achso, was ist eigentlich mit den Zwiebeln? Sammeln. Aber die noch nicht, ne? Ne, die noch nicht. Die ist fertig. War überall, wo das... Ne, hier. Hä? Moment mal. Die nicht. Obwohl das schon... Das sieht komisch aus. Ja, das ist soweit. Thymian, Thymian, Thymian. Möchte ich Blätter haben oder möchte ich Samen haben? Na ja, komm. Machen wir Blätter. Das Zeug steht ja noch eine Weile hier. Da brauchst du eigentlich keine Samen. Wenn das Zeug... bleibt, dann ist das okay. Ich muss aus dem ganzen Kram mal was machen, ne? Ich sammle das nur, meine Kisten werden immer voller. Ja, und ich laufe hier durch die Weltgeschichte und mache immer was anderes. Das ist cool. Also das werde ich so lassen, diesen Weg hier. Vielleicht mache ich noch die zwei Pflanzen hier weg oder so. Hallo Schnecke. Ja, sammeln die eigentlich irgendwas? Oh, ein Schleimball. Quetsch. Sehr schön. Was ist mit dir? Bist du? Nee, du bist noch nicht. Das ist ja cool. Werde ich gleich mal aufnehmen. Dann kann ich doch bestimmt auch was Neues herstellen. Ja, jetzt geht's los. Muss ich immer so ein bisschen was... Oh, was war das? Kandierter Tannenzapfen. Guck mal an. Jetzt muss ich immer ein bisschen was hier reinbringen. Alles, was ich bei Dings mitgenommen habe. Da müsste noch irgendwas sein. Aber find das mal. Bernstein. Nee. Orangenkerne. Ach ja, die habe ich auch bekommen letzte Folge. Müsste ich auch mal... das kann da rein... Nee, das Salz kommt doch da nicht hin. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin völlig überfordert mit den ganzen Sachen, die ich im Inventar habe. Ne? Das ist einfach viel zu viel. Wo ich gar nicht mehr weiß, wie soll ich sortieren. Das nicht. Ich habe hier auch überall Samen drin. Das war gar nicht so eine gute Idee, so viele Kisten hinzustellen. So, das einmal weg. Das Eisenerz, genau, das hatte ich ja testweise hergestellt. Bam, bam, das kann erstmal rein. Die Zwiebel muss da wirklich nicht rein. Das muss nicht sein. Ach, guck mal hier, das Ei, genau. Das hätte noch. Da haben wir Feentau. Ja, auf jeden Fall habe ich Feengrassamen. Lavendelsamen habe ich. Dann habe ich ja auch Lavendel. Irgendwo. Ich habe garantiert Lavendel. Pass mal auf, hier drüben. Thymian. Rosmarin. Oregano. Ich habe doch. Ich habe kein Lavendel, das kann doch gar nicht sein. Strauß Lavendelblätter. Immerhin, das ist schon mal was. Ich glaube, ich sollte mal die hier anbauen. Die paar, die ich hier habe. Ach, guck mal, das kann nämlich noch in die Kiste rein. Jetzt weiß ich wieder, was hier rein kann. Das kann da rein und das kann da rein und das kann da rein. Bin ich zumindest so ein bisschen was los. Ja, Rosenblätter habe ich auch. Ja, immer... Ich muss bei Gelegenheit mal was herstellen. Die waren irgendwo anders drin, ne? Na, hier ist das. Warte mal, ja, dann kann ich doch... Wobei eigentlich... Kann ich das Zeug auch gleich mal zu Kompost machen. Ah, hier. Da haben wir da drin. Ja, das ist ja die Häkelblume. Die muss da nicht mit rein. Und eigentlich, genau, die Rosenblätter. Aber da müssen wir mal gucken. Da könnten wir jetzt ein paar Föhn draus machen. Oder irgendwas anderes Schönes. Hallo? Thymian muss da nicht rein. Ja, ich werde mal das Lavendelzeugs anbauen. Und dann dauert das halt noch ein bisschen. Ja, ist ja gut, bis ich das habe. Obwohl, ich habe die Blüten. Also ich muss halt schauen. Irgendwo mit. Das packe ich mal hier rein. So. Und dann gießen wir das schön einmal drüber. Bisschen Dünger drauf. Dann kann das schön wachsen. Wie lange dauert es eigentlich? 10 Tage. Naja, eigentlich bis hier nur, ne? Ich brauche die Blüte. Oder die Blätter, das weiß ich jetzt ja gar nicht. Sie möchte Lavendelblüten. Na, dann muss ich ja die Blüte haben. Dann muss ich ja bis hier hin. Ja, ne, dann brauche ich gar kein Gerät. Das sind die Lavendelblüten. Oh, dann brauche ich ein bisschen mehr Lavendel. Ich glaube, ich brauche mehr Lavendel, wa? Weil das ist, ja.
und erreiche den Boden der Mine. Und da habe ich einen Tipp bekommen, dass irgendwo noch ein Stöpsel sein soll, den ich wohl im Wasser erreichen kann. Muss ich mal gucken. Weiß nicht, wo der sein soll. Ich gucke. Können wir uns ja gleich mal umschauen. Habe ich dir eigentlich schon ein Geschenk gemacht? Heute? Ich glaube ja, ne? Nee, noch nicht. Dann kriegst du wieder hier einen von. Den magst du so gerne. Ja, immerhin. Achso, ja, warte mal. Er zeigt mir das doch. Zeigt er mir doch an. Gibt es bei dir jetzt irgendwie mehr? Mehr Tinnef? Eine Glitzerkugel, na toll. Hüpfend und funkelnd. Der hat wirklich ganz tolle Sachen. Achso, oh, hier bin ich gar nichts mehr drin. Ach ja, stimmt, da habe ich ja alles rausgenommen. Ja, warte mal, dann packen wir mal wieder was rein. Stimmt, das hatte ich doch rausbekommen, um rauszufinden, ob so ein Eisenbarren, wie viel Geld er bringt. Und da haben wir festgestellt, lohnt sich nicht wirklich zu verkaufen. Weil du musst ihn erst herstellen und dafür brauchst du schon Geld. Und du kriegst dann im Endeffekt für den Barren weniger Geld, als du investierst für das Herstellen des Barren. Genau, das war's. Nee, dann packen wir da noch ein, einfach so zwei Stacks rein. Zack, zack. Was ist das hier eigentlich? Lehm. Na, weil ich habe hier noch 96, da habe ich noch 19 Kupfer und da werde ich noch mehr kriegen. Einfach damit wir Geld kriegen. Und eigentlich habe ich, ja, 1100 ist schon ganz ordentlich. Könnte man mal gucken, ob man nicht irgendwie ein Küchengerät kriegt. Diese Brennnessel, ne? Diese Brennnessel macht mich fertig. So, weiter geht's. Aber es ist schon schön grün, doch. Kann man gar nicht sagen. Es wird immer besser. Jeden Tag wird es ein bisschen besser. Und der Sommer ist auch bald durch. Den 20. haben wir schon. Lange ist gar nicht mehr hin. Dann ist Daddeldu hier. Dann kommt der Herbst. Und dann bin ich mal auf den Winter gespannt, was wir da noch Tolles machen können hier. So, zack und zack. Genau. Hab ich Lilly schon Honig gegeben heute? Ich würde mal behaupten, nicht. Ja, du kriegst noch ein Geschenk. Da müsste Lilly nämlich auch bald bei 10 sein. Schauen wir mal nach. Das Lilly, wo ist sie denn? Die Lilly, da ist sie auf 9. Na, okay. Einmal noch verschenken, haben wir die auf 10. Das ist auch Maximum. Dann können wir nochmal gucken, was Tolles gibt. Viele tolle Sachen. Aber es kostet auch vieles tolles Geld. Ja, Lavendelblüten kriege ich jetzt leider nicht, weil Aurel... Ach, heute ist der Samstag. Da braucht es bei Aurel eh nichts. Und morgen brauche ich auch gar nicht gucken. Ich brauche halt mehr Level. Wobei, ja, doch. Ich werde bei Gelegenheit nochmal gucken. Ich werde garantiert irgendwo bestimmt noch Lavendel haben. So, jetzt soll hier irgendwo noch ein Stöpsel sein. Ach so, warte mal, diese Teile mal aktivieren. Ja, das könnt ihr mal machen. Wo bin ich hier? Gehen wir mal hoch. Gehen wir mal aufs Schiff. Weil da kann ich es nicht aktivieren. Ja, hier stand die Kiste. Ne? Hier war die Kiste mit dem zweiten Artefakt. Bei mir. Warum das bei euch in der Wüste ist? I don't know. Es ist auch die Frage, ob da ein Unterschied ist zwischen der Switch-Version und der PC-Version. Man weiß es nicht. Ja, guck mal, schon wieder kann ich alles abbauen. So, irgendwo... Soll hier ein Stöpsel sein. Weißt du was? Fallschaden gibt's ja nicht. Ah, warte mal, ich sehe was. Ich sehe was. Jawohl, da ist das Ding. Ach, wunderbar. Das sollte der letzte sein. Und jetzt haben wir den Boden erreicht. Das wäre heftig. Sehen wir schon Boden? Ich sehe keinen Boden. Aber das Wasser läuft ja noch. Oh Mann, ganz schön groß die Höhle. Wenn man mal das ganze Wasser rauslässt. Ach guck mal, da erscheint noch irgendwas. Ich hoffe mal, ich komme... Na gut, ich kann mich auch hoch teleportieren lassen. Ich sehe noch keinen Boden. Aber... Schwede. Ist hier viel Wasser drin. Ah, da. Warte mal, ich stelle mich mal hier rauf. Da kommt das Ding. Ich hab wieder Boden unter den Füßen. Jawohl, abbauen. Genau, den bauen wir mal ab. Herrlich. Krass. Okay, da läuft... Ah, da läuft das Wasser raus. Sechseckiges Objekt nehmen. Da ist etwas drin. Sagt Luam, dass das Wasser wieder... Okay. Es sieht aus wie eine Honigfarbe. Aber aus Kristallen. Ja, was ich schon sagte. Ich bin sicher, Tin wird begeistert sein, das zu sehen. Tin hat echt zu tun. Ich glaube, am Tor gibt es eine ähnliche Struktur. Und jetzt habe ich gerade einen Erfolg freigeschaltet. Frage Tin nach dem... Oh, Tin ist schon... Das ist jetzt der Boden.
Oh, eine Kiste. Besen. Okay. Was soll ich denn mit dem Besen? Naja, gut. Ich habe halt Besen. Weil das Ding... So eine Struktur haben wir doch auch in der Winterlandschaft gesehen, wo ich sagte, Mensch, da passt doch eine Honigwabe rein. Also, es hatte die Form, dachte ich, vielleicht so ein Honigdings. Ging aber nicht, aber vom Prinzip her war es schon gar nicht so unrichtig. Ja, cool. Jetzt schwimmen wir nochmal kurz rum, gucken, was es so gibt. Und wo man hier wieder hochkommen würde, theoretisch. Naja, mal sehen. Frage Tin nach dem seltsamen Gegenstand. Ja, ich weiß nicht, ob ich Tin jetzt zwei Aufgaben geben soll. Ich habe da so ein bisschen Angst. Aber eigentlich läuft beides parallel, oder? Oh, meine Energie. Oh Gott. Bin ich so out of order? Habe ich so viel gemacht? Durch das Gießen, ne? Ja komm, dann bring mich mal zurück zum Dings. Ui, ist das tief. Und da müssten wir irgendwie hinkommen. Ja, gut, da kommen wir wahrscheinlich hin, wenn wir die Brücke reparieren. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht von der anderen Seite. I don't know. Gut, komm, gehen wir zu Tin. Ich speichere aber vorher. Nicht, dass das Spiel dann irgendwie Probleme hat. Man ist ja immer so ein bisschen noch... bisschen sensibel, ne? Was das angeht. Hey! Ja, nee. Ich habe diese kristalline Honigwabe in der Mine gefunden. Du bist wirklich gut darin, neue Sachen zu finden. Ja, man gibt sich Mühe. Lass mich mal sehen. Das sieht aus wie eine Kristallbatterie. Die sind so selten. Ich habe schon immer davon geträumt, so ein Ding in die Finger zu bekommen. Die Möglichkeiten. Aber sie gehört dir. Und sie scheint leer zu sein. Ah, das ist schlecht. Vielleicht kannst du sie bei dem Ding in den Bergen aufladen. Ah, ja, das ist noch da. Welches Ding? Ah, eine Art Blitz- und Donnermacher. Das klingt gefährlich. Nein, er leitet den Blitz direkt in die Batterie. Das ist ziemlich sicher. Es ist eher wie ein Snackautomat für die Batterie. Aber es sieht schon ein bisschen gefährlich aus, wenn es noch funktioniert. Es ist schon eine Weile her, dass ich dort oben war. Okay, keine Zeit für eine Wand. Ja, viel Spaß. Lass mich... Da gehen wir mal direkt hin. Erreiche den Gipfel des Berges. Wo muss ich da nochmal... Ja, wir werden sehen. Ich glaube... Och, weiß ich nicht mehr. Ich glaube in die Richtung. Irgendwo... Ja, ich glaube da lang. Dann kommen wir auf die Rückseite der Mine, zu dem Eingang. Und da kommen wir weiter in die Berge. Oh, was ist das denn schönes? Achso, Brennnessel. Moment mal, das Wasser. Das Wasser ist jetzt klar. Und zieht das Wasser jetzt hier weiter? Kann das sein? Täuscht das? Also das Wasser ist klar. So viel ist klar. Und da oben ist eine Kiste. So viel ist auch klar. Die sollte ich mal aufmachen. Geil, wenn man das Wasser sauber kriegt. Mal so, by the way, das hat überhaupt keiner erwähnt, ne? Ja, das ist doch richtig tippitopp. Schönes blaues Wasser. Das wird garantiert dazu beitragen, dass es hier viel schneller grün wird. Hundertprozentig. Da baue ich drauf. Da hoffe ich drauf. Es muss so sein. Das nehmen wir mal alles mit. Alles. Oh, krass. Hier war ich ja schon eine ganze Weile nicht mehr. Bam, 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 bam. Das nehmen wir alles mit. Mit. Und auch das und das und das. Süßblatt. Sehr schön. Kannst du schön Tee ballern? Herrlich. So, da lang. Ja gut, die Brennnessel nehme ich jetzt mit. Okay. Krass, das war viel. Habe ich die Kiste eigentlich geöffnet da oben? Nee, ne? Aber die habe ich auch noch nicht geöffnet. Ich muss gleich nochmal... Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich habe die nicht... Hallo, hallo? Ja, Probleme. Oh Gott, noch mehr Jumbloom-Kerne. Und ich sehe schon, wie er die Köpfe über... Die Hände über den Kopf zusammenschlagt. Oh nein, er hat Sonnenblumenkerne. Und er weiß, sie zu gebrauchen. Ja. Ich habe da auf jeden Fall noch was mit vor. So, jetzt muss ich nochmal hoch hier. Die Kiste... Nee, hab ich die... Ja, hab ich nicht... Ach so, das war... Ja, da, die habe ich gesehen. Da ist sie. Ah, schade. Ich dachte gerade, Lavendel, geil. Nein, Salbei. Naja, gut. Aber da gucke ich nochmal kurz hier zu Hause nach, ob ich Lavendel habe. Wir brauchen mehr Lavendel. Da bin ich echt mal gespannt, was jetzt das Wässern, also das Wasserreinigen, ich nenne es mal Reinigen, gebracht hat, ne? So, jetzt muss ich mal gucken, wo die Saaten sind. Oh Mann, das kann überall sein. Tulpensamen. Hier sind sie.
Ja, guck mal hier, Lavendel, naja, zumindest eine. Ist ja schon mal etwas. Habe ich nicht mehr? Rosmarin, Feengras. Guck mal, da kannst du das Feengras mal raufpacken. Oregano, ja, ich muss das alles mal. Na, das kriegen wir schon hin. Habe ich jetzt irgendwas rausgepackt? Nee. So, der Brennnessel. Mann. So, das machen wir zu Kompost. Ich glaube, da kann man so nichts mit anfangen sonst. Genau, das Ding ist am Arbeiten und wir packen mal den Lavendel hier mit rein. So, ein bisschen Erde drauf, ein bisschen Wasser drauf. So. Kann ja mal schön wachsen. Ja, da muss ich bei Aurel noch mehr holen. Mehr Saaten. So, dann gehen wir mal hier hin. Ja, das ist richtig. Und dann packen wir dieses Teil da rein. Bin ich mal gespannt. Und dann packen wir es wahrscheinlich unten wieder in die Mine rein. Oh, das ist aber hübsch hier. Lavendel, Lavendel, Lavendel. Sehr gut, Lavendelsamen. Nochmal zwei. Ja, wird doch langsam. Das wird, das wird, das wird. So, jetzt wird es mal kurz kalt. Ja, nähere dich der Blitzmaschine. Genau das ist es. Oh, Kieferzapfen nehmen wir natürlich noch mit. Da ist der Teil. Bin ich mal gespannt. Lege die Batterie. Ich glaube, das wird eine Weile dauern. Vielleicht sollte ich morgen wieder kommen. Ja, es wird auch besser, wenn man da nicht direkt neben steht. Gott, oh Gott, oh Gott. Dann schauen wir morgen mal nach, ob der Teil aufgeladen ist. Ist halt die Frage, ob ich sowas schon öfter gesehen habe. Irgendwo anders? Ich weiß jetzt nicht mehr. Aber könnte ich mir gut vorstellen. Na gut. Ja, dann können wir den Lavendel noch. Ach komm, nehme ich jetzt mit. Da kommt so viel von. Mittlerweile. Ich finde das so gut, ne, dass das Wasser endlich jetzt richtig schick ist. Dum, 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 dum. Oh, die Schneckis, die schlafen schon. Achso, warte mal, das war jetzt. War das jetzt fertig? Ja, eigentlich ja. Obwohl, ein bisschen größer geht's schon noch, ne? Aber die? Ja, komischerweise. Hm. Feengras. Achso, warte mal, bei den großen gibt es vielleicht Feengras und Dings? Ne, gibt's auch nur Feengras-Samen. Also die will ich mal alle mitnehmen. Und dann werden wir irgendwann mal vielleicht nur bis hier machen, bis zum Feengras halt, ne? Und dann kriegen wir reichlich Feengras. Weiß nicht, was ich damit machen soll, aber ich habe halt Feengras. Irgendwas wird damit schon Tolles gemacht werden. Wahrscheinlich habt ihr das schon geschrieben. Aber es ist immer schwierig, die Kommentare alle sich alle zu merken. Ihr dürft nicht bedenken, ihr seid eine Person, die mir was schreibt. Und ich lese Kommentare von vielen Leuten. Und dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, alles zu behalten. So ein, zwei Sachen bleiben dann hängen. Und manche Sachen fallen dann leider wieder unter den Tisch. Nicht böse gemeint, es ist einfach ein bisschen viel Information dann. So, du bist bei Tag 12. Wäre schön, wenn du langsam mal größer werden würdest. So, im Bereich Stöckchen kommst. So. Okay, gut, die schlafen alle. Genau, ich wollte ja noch Lavendel in die Erde bringen. Zwei Stück, genau, das passt sehr gut. Dann ist das Ding nämlich komplett voll. Oh, hier Rosen. Genau, da wollte ich was draus machen. Die sind schon gewachsen. Okay. Magic. Ja krass, wir sind schon hier. Das läuft. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett, weil ich möchte ganz gerne wissen, was mit der Batterie wird. Hm. So, kann ich noch ein bisschen mit meinem Stofftier kuscheln. Genau, der nächste Morgen beginnt. Raus aus den Federn, raus aus der Tür. Und, ja, hier nochmal runter? Nee, den bin ich im Keller. Und dann wollen wir gleich mal zu den Ladedings. Was sagt mein Inventar? Sagt, es wird langsam knatschig hier drin. So, mal gucken, was haben wir denn da? Genau, das haben wir doch alles da drin. Das noch. Thymian. Rosmarin, das packe ich auch mal mit rein.
Schattenchili, na, das wäre dann eher. Das kann noch mit rein. Das wäre dann eher was für hier. Die Rosen. Na, Rosenblüten haben da ja auch nichts zu suchen, ne? Oder Rosenblätter. Was braucht sie denn eigentlich nochmal für Rosenparfüm? Rosenwasser? Ist halt die Frage, was bringt jetzt mehr, ne? Ich meine, hier brauchst du auch mehr Sachen. Hier brauchst du Rosenblüte, Rosenblütenblatt. Hier brauchst du Rosenblüte, Rosenblütenblatt und Rosenwasser. Achso, ja, achso. Ah, alles klar, okay. Rosenblüte, Rosenblütenblatt. So, komm. Wir machen jetzt ein paar Rosenblütenblätter. Ist ja nicht so wie bei armen Leuten, hab ja genug von dem Zeug. Zap, 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 zap. Und es war immer noch, also man kann es immer noch verkaufen, ne? Es soll ja mal 1000 gebracht haben, so ein Parfüm. Und jetzt bringt es weit weniger, aber immer noch gutes Geld, also so ist ja nicht. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, sehr viel von diesen Rosen anbaut. Ja, Gott. Komm, wir machen mal, bis ich bei 80 runter bin. Oder? Nee, warte mal, brauche ich glaube ich gar nicht. Jetzt brauche ich destilliertes Wasser. Dazu brauche ich Wasser. Wo habe ich das denn versteckt? Ah, guck mal, destilliertes habe ich schon. Und Wasser habe ich halt. Wasser habe ich auch. Das wäre natürlich cool, wenn er auf die Kisten zugreifen würde, ne? So, haben wir mal ein bisschen. Dann können wir hier was machen. Die Rosenblütenblätter bestimmt, wie viel wir machen können. Und jetzt brauche ich Rosenblütenblätter nochmal wieder. Dann halt. Na doch nicht. Machen wir da noch ein paar von. Damit ich beim Kochen auch mal ein bisschen weiterkomme. Ne? Also eigentlich müsste es ja dazu zählen. So. Was kriege ich denn dafür? Okay, ich habe noch 61. Ja, ich könnte jetzt noch mehr machen, ne? Rosenwasser habe ich noch 8. Ich müsste jetzt noch Blätter machen, destilliertes Wasser. Dann machen wir mal alles. So, und jetzt brauche ich noch Rosenblütenblätter. Ja, da machen wir noch ein paar. Und schon wieder stehe ich an der Kiste. Das ist ja furchtbar. So, komm, mach mal was hier. Papp, 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 papp. Wir wollen doch noch die aufgeladene Batterie abholen. Ja, ist so schön, dass es keine Dings mehr gibt, ne? Diese Schlafanzeige nicht mehr. Die war auch eigentlich unsinnig, weil hast ja eh die Ausdauer. Und wenn die alle ist, gehst du ja wieder ins Bett oder muss halt was essen. Aber beides zusammen ist ja schon doppelt gemobbelt. So. Und was geht jetzt hier? Zack. Okay, jetzt bräuchte ich wieder Rosenwasser. Ja, komm, das machen wir später. Wie viel habe ich denn davon jetzt? Ich habe jetzt 14 Rosenparfüms. Naja, das wird auch schon ein nettes Geldchen. Nettes Geldchen? Es gibt ein nettes Geldchen. Oh Mann. So, ist bald soweit, ist bald soweit. Es ist doch. Aber das wird, glaube ich, eine gute Sache, was ich vorhabe. Ja, ja, doch, doch. Da lang. Einmal die Batterie holen. Kann man das nicht aufheben? Nee. Einmal raus in die Kälte. Raus in die Kälte ist gut. Ich bin schon draußen. Also in die Kälte. Ah, ich dachte gerade, schön, herrlicher Tag mal, aber ne, das ist hier egal. Hier ist immer schlecht. Das Wetter. So, mal gucken. Aufgeladene Batterie. Es hat geklappt. Die Batterie sieht jetzt aufgeladen aus. Ich frage mich, ob ich sie für das große Tor in der Mine verwenden kann. Für das große Tor in der... Was war das denn eben? Ich wollte sagen, ich wollte irgendwas inspizieren hier. Ich hatte gerade den Baum. Nee, das auch nicht. Für das große Tor in der Mine. Naja, da, ja. Da, wo ich jetzt war. Also gestern. Wo ich sie rausgenommen habe halt, ne? Da soll das ja wieder nein wahrscheinlich. Da muss es nein. Schauen wir mal. Dann gehen wir kurz bei Aurel vorbei, an der Gemeinschaftskiste, holen das ganze
Das Gras wächst ein bisschen komisch hier. Achso, du sagst, brauche ich Sichel, ne? Ja. Ach, ist jetzt schön. Wie schön grün das wird. Wie schön blau das Wasser ist. Herrlich, herrlich, herrlich. Einfach nur schön. Das sieht krass aus. Schön zugewachsen. Hallo, Schneggi. Komm mal her. Ja. Und den Kaninchen auch einmal über den Kopf streicheln. Und dann können wir los. Und genau, einmal wollte ich erst hier vorbei. Dann packen wir die ganzen Rosendinger da rein. Zu Mai müsste ich noch. Ah, es gibt so viel zu tun. Ja, das hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Also finde ich schon. Und dann packen wir das noch rein. Zack. Und ich könnte jetzt ja sowieso wieder voll viel wegkloppen, ne? Also damit kannst du eigentlich sehr gut Geld verdienen, finde ich. Doch, doch. So, wir speichern lieber einmal vorher, bevor da drin irgendwas passiert, was nicht so gut ist. Da bin ich ja mal gespannt, was da jetzt passiert. Springe ich einfach runter? Naja, so etappenweise. Zack. Zack, zack. Irgendwo in die Richtung. Oh, das nehmen wir mal die Spitzhacke in der Hand. Naja, die Brücke müssen wir noch fertig machen. Bam, 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 da ist das Ding. Bam, bam und... Okay, hat das Spiel mir nicht übel genommen. So, wo ist der Teil? Ach, warte mal, halt, da war's, da war's, da war's. Hm. Hm. Muss ich das vielleicht aktivieren, dann geht's? Das große Tor, oder meint er das da oben? Es sieht uralt aus und aufgeladen. Antike Batterie aufgeladen, ja. Vielleicht ist auch das Tor da drin gemeint. Wahrscheinlich ja. Weil hier rein kriege ich es jetzt zumindest nicht mehr. Schade, ich dachte, er meint das hier. Ja, dann müssen wir schauen, wahrscheinlich, dass wir da reinkommen. Dazu müssen wir die Brücke reparieren, vermutlich. Weiß ich nicht, ich kann ja mal rumschwimmen. Aber dann machen wir jetzt nicht mehr, machen wir nächste Folge. Würde ich mich freuen, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Und ich verbleibe mit einem. Ciao, ciao.